Ich habe diese kleine, klitzekleine alte Küche. Thank you.
Nun ist es soweit, der 24. Dezember ist da und ich habe es mir nicht nehmen lassen, diese wunderschöne alte historische Küche ein bisschen auf Weihnachten zu dekorieren. Und ich habe mich natürlich diesem Haus angepasst. Ich habe alles alte Sachen verwendet. Alles habe ich aus dem Brockenhaus oder gefunden. Bis auf diese Tannenbäume, die habe ich neu gekauft. Ansonsten ist einfach wirklich alles alt. Und tatsächlich ist mir noch ein kleiner Tannenbaum ins Haus geschneit. Den habe ich auch ein bisschen dekoriert. Und so habe auch ich jetzt einen kleinen Tannenbaum. Leider werde ich den Weihnachtsabend nicht hier verbringen, aber es hat riesig Spaß gemacht und ja, ich liebe einfach alte Sachen. Ich bin nostalgisch, ich brauche nichts Modernes, ich brauche keine moderne Küche. Ich habe es gern urchig, bodenständig und daher fühle ich mich hier einfach sehr, sehr wohl. Das wäre das zu dem. Und wie ich auch schon angekündigt habe, habe ich Pläne fürs neue Jahr. Und da kommst du ins Spiel, denn ich habe eine Frage. Ich weiß, dass viele von euch gern an einem Kurs bei mir teilnehmen möchten, dies aber nicht möglich ist, weil es einfach zu weit weg ist. Und so habe ich mir überlegt, ich könnte einen Online-Kurs anbieten. Einen Online-Kurs, wo es nur um die Pulpsachen geht, also alles, was ich halt selber herstelle, wo ich auch die Ausstellungen mache und davon lebe. Wenn dich das interessiert und wenn du Freude daran hättest, dann schreib es mir doch bitte unten in die Kommentare, ob das was wäre, an einem Online-Kurs teilzunehmen. Ich persönlich hätte viel Spaß daran. Es wäre etwas Neues für mich. Ich müsste mich da auch schlau machen, aber ich würde das wirklich sehr gern machen. Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als dir wunderschöne Festtage zu wünschen. Genießt die Zeit mit deiner Familie. Streitet euch nicht, ärgert euch nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Genieße jeden Tag, schmiede neue Pläne fürs neue Jahr. Ja, das Leben ist zu kurz. Und ganz zum Schluss möchte ich mich bei dir bedanken. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, meine Videos anzuschauen. Ohne dich gäbe es mich nicht. Und auch die super tollen, lieben, kreativen Kommentare von dir. Es ist immer wieder ein Genuss. Ich lerne sehr viel von dir. Ich kriege auch viele Anregungen und Tipps von dir. Dafür bin ich sehr dankbar. Und das, finde ich, soll so sein, dass ich von dir lernen kann und du etwas von mir mitnehmen kannst, dass ich dich ein bisschen inspirieren kann, deine Kreativität ein bisschen anregen kann und umgekehrt. Das soll der Sinn und Zweck von diesem Kanal sein. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Genieße die Festtage, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Wir sehen uns vielleicht noch in diesem Jahr, aber spätestens im nächsten Jahr. Tschüss zusammen. Habt's gut.